Level 4. Level 4. Level 4. Das ist also Level 4. Okay, dann wollen wir mal. Wir müssen auf vielen Koopas helfen. So sieht es wohl aus. Wow, wir haben sogar eine Blume. Wir haben jetzt eine Blume. Im letzten Part haben wir nicht eine Blume bekommen. Das heißt, wir haben jetzt schon blumentechnisch gesehen mehr Erfolg. Okay, ich sehe, ich kann auch da lang. Wow. Okay, ist ja kein Problem. Da kommen ja neue Bullet Bills raus. Nur die Kamera muss ein bisschen mitspielen. Okay, und jetzt muss ich ganz geschickt darauf. Ja, es läuft sehr gut. Okay, wenn das da hinten ein Checkpoint ist, heißt das wohl, der Weg ist nicht optional, oder? Was heißt... Das heißt, der schwierigere Weg ist der normale Weg, oder was? Und was ist dann unten? Und, na gut. Okay, wir haben jetzt eine Höhle, aber keine Höhlenmusik. Wir haben einfach die fröhliche Yoshi-Musik. Aber die Level-Idee gefällt mir. Das ist eigentlich... Du hast wenig Boden, aber viele Gegner. Die Gegner sollen jetzt der Boden sein. Nutzt es aus. Oh, Trampolin. Trampolin. Ja, das Ding ist ein Trampolin. Jetzt schon. Also. Mal da rauf. Ich glaube, da oben ist jetzt gar nichts mehr so. Läuft ja super bis jetzt. Oh, Stoppeln. Okay, wie machen wir das denn? Moment. Oh, ich vielleicht... nicht so. Versuchen wir das mal auf die Weise. Wir spucken den so dahin und dann... Boah, bitte klapp. Klappt nicht. Verdammt. Aber... probieren das halt so. Wenn der die Stelzen etwas höher hat. Noch ein bisschen weiter geht. Ja, dann geht's. Alles klar, Mann. Oh. Moment. Yeah. Zwei Blumen schon. Was ist da unten? Ist da überhaupt Boden? Ich habe keine Ahnung. Ja, Boden ist hier. Kann auch hier weitergehen anscheinend. Scheint wohl ein alternativer Weg zu sein. Einer, wo ich ein bisschen mehr bekommen hätte, oder? Naja, weil eine Röhre da ist und so. Ist ja nicht weiter schlimm, solange ich überlebe. Ich sollte nur nicht sterben. Oh. Oh, ich will natürlich da runter, aber ich habe Angst, wisst ihr? Oh, was mache ich da? Okay, wir haben anscheinend doch Boden. Entschuldigung, muss mal ein bisschen husten. Und, es wäre besser, wenn ich das nicht auf der Aufnahme drauf habe, weil sonst könntet ihr mich verklagen. Dafür, falls ihr Headsets tragt, sodass ich, euch die Ohren zerstört habe. Rest in Peace, Headphone-Users, ihr kennt das doch. Okay, jetzt sammeln wir viele rote Münzen. Vor allem, die sind diese Crack-Dinger. Oder, ihr wisst schon, das, was mich voll auf Drogen überbringt. Okay, ich sehe nichts. Okay, ich, vielleicht war das ja sogar richtig, was ich hier gemacht habe. Ich will nicht. Sagt nein zu Drogen, liebe Leute. Sagt nein zu den Drogen. Das ist nicht gut für euch. Wow. Das Miese ist hier, ich weiß ja gar nicht, was unter mir abgeht. Da könnte eine schicke Wiese sein. Da könnte auch die Hölle sein. Aber ich werde es nie rausfinden. Aber da war wahrscheinlich eh kein Boden. Sonst würde das ja nicht so platziert sein, das Level. Stacheln. Und auf einmal scrollt der ganze Spaß. Na gut. Oh, den wollte ich eigentlich essen. Aber jetzt nicht mehr. Aha. Bullet Bills auf diesen... Also diese Kanonen auf... Plattform, die ich drehen. Ich glaube, die Kombination kenne ich auch noch nicht. Wo bin ich? Da bin ich. Wow. Aber gut, ich wurde nicht runtergestoßen. Die Sache ist noch ganz gut ausgegangen.
Weil ich meine, klar, man wird getroffen und hat 30 Sekunden Zeit, um wieder alles gut zu machen. Aber viele Treffer in diesem Spiel sind ja sowieso instant. Du wirst in ein Loch damit gestoßen und stirbst Treffer. Das heißt, da könnte ich auch 2 Milliarden Sekunden haben und ich würde genauso übel davon wegkommen. Mit einem Hit tot. Und, na, soweit. Ah, jetzt haben wir noch Dinger, die sich hier so anders drehen. Ist das Scrolling vorbei oder was? Okay, wir riskieren mal. Okay, schade, weil da ist nämlich das Ziel und so, ne? Aber der hat keinen zweiten Sprung gemacht. Ich weiß, ihr glaubt mir den ganzen Scheiß nicht, aber das war voll so, Alter, ohne Spaß. Ich mache so einen zweiten Flattersprung und Yoshi fällt einfach wie ein Klumpen runter. Und jetzt muss ich die ganze Sequenz von vorne machen, das ist gemein. Das ist gemein, weil die dauert eine Ewigkeit. Und ist auch gar nicht mehr so einfach gewesen, nur weil ich es auf Anhieb geschafft habe. Heißt das ja nichts. Wow. Ha. Ich hab da noch so aufgegessen. Wieso spucke ich eigentlich immer wieder aus? Das bringt mir nur neue Probleme. Also, dass sie mir noch mal im Weg stehen. Ich sollte die einfach runterschlucken und dann sind sie für immer weg. Dann werden sie zu Eiern und fliegen runter. Oh, oh. Seht ihr genau sowas? Ich wurde weggestoßen, aber konnte mich noch zurück auf die Plattform retten. Also. Ich glaube, hier ist Ende, oder? Also Ende, sage ich jetzt mal. Kommt jetzt die andere Phase. Oder hier. Ja, hier, wo der gelb ist. Oh, und der Sprung ist echt eine Nuss, Alter. Da schon wieder! Schon genau die gleiche Nummer. Ernsthaft? Er macht keinen zweiten Sprung. Er macht echt keinen zweiten Sprung. Ich kann es euch an dem natürlich nicht zeigen, weil hier klappt das dann perfekt. So und dann ein... Da, nein. Er macht wirklich keinen zweiten Sprung. Scheiße, Moment. Ich springe davon ab. Er macht eine Flatterattacke und dann die zweite. Jetzt. So, Sprung. Flattern. Ich glaube, wenn ich an die Wand knalle, klappt das. Aber so. Flattern. Und dann einen zweiten. Ja, wo ist denn das Problem? Jetzt klappt auch alles. Scheiße, nur natürlich, wenn es drauf ankommt, dann, nee, dann natürlich überhaupt nicht. Dann klappt natürlich gar nichts. Ach, Mann. Das ist so ein beschissener letzter Sprung. Wenigstens ist der Checkpoint nicht so unmoralisch weit weggesetzt, das muss man sagen. Dass man immer nur, zumindest nur diese Kacke hier durchmachen muss. Aber dennoch... Immer diese einzelnen Münzen. Die kann ich einsammeln. Ich weiß nie, welche von rote Münzen sind und welche nicht. Autsch. Okay, nicht weiter schlimm. Wow, ich wusste gar nicht, wo ich lande. Das war blöd jetzt. Hätte auch nach hinten losgehen können. Ja. Hier ist Ende. Oder muss ich irgendwas mit dem Gelben vielleicht machen? Ich kann den ja zwar nehmen und spucken, aber ich glaube nicht. Ich glaube, der wird mir nur im Weg stehen. Wir probieren es nochmal. Oh, ich habe die Blume gesammelt. Probieren wir es einfach so. Da, bitte, 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 bitte nicht. Warum musste das denn wieder geschehen? Nein, ohne Spaß, wieso musste das wieder geschehen? Er macht zwei... Mann, als würde die Gravitation für da ausgesetzt werden, für diese eine beschissene Stelle. Tut mir leid, aber was ist denn das? Das gesamte Level geht voll klar und am Ende macht er nicht, was ich will. Jetzt, guck mal, wie ein König, Alter. Ich kann, boah, flattern wie sonst was. Aber wenn ich es einmal nur zweimal brauche, nicht mal 100 Mal hintereinander, wie jetzt gerade, sondern zweimal. Auf keinen Fall, das lässt das Spiel nicht zu. Das lässt das Spiel ohne Spaß nicht zu. Glaub mir, ich würde mich nicht absichtlich die ganze Zeit so bescheuert anstellen. Ich will das Level hinter mir haben, endlich. Bitte. Oh, Mann. Oh, shit. Okay, ich nehme mir die Zeit einfach. So. Oh, nein. Ey, wenn ich jetzt schon wieder daran denke, was jetzt gleich wieder passieren wird, ey. Das wird nochmal passieren, bestimmt. Okay, da wären wir.
Noch einmal. Ich glaube, die Taktik an sich, den Koopa gar nicht zu berühren, ist sogar eigentlich besser. Krieg ich irgendwo die Blume? Jetzt habe ich sie. Probieren wir es. So, okay, das sind schon mal zwei Sprünge, das ist toll. Ach, auf einmal können wir es, ja? Dankeschön, ey. So, leider haben wir über 5 Minuten dafür gebraucht, um diese Stelle zu schaffen. Sonst hätte ich jetzt von der Videoseite gesagt, gehen wir direkt ins nächste Level. Aber, nö. Geht leider nicht. Also geht theoretisch, aber will ich nicht. Außerdem brauche ich erstmal eine Pause, ey. Mein Hals juckt total. Uah. Und dann kam jetzt noch diese ganze Sache dazu. Was ist denn das jetzt? Ach so, Memory. Habe ich jetzt überhaupt nicht, gar keinen Nerv zu, um ehrlich zu sein. Okay, was nehmen wir denn? Ich habe jetzt nicht viel gemerkt. Ich glaube, ich habe mir nur 2 Sachen gemerkt. Wenn überhaupt. Oh, fuck. Okay. Das war falsch. Ein Versuch haben wir ja noch. So, dann war das so rum. Der hier war richtig. Und links daneben müsste die Lupe sein. Da. Und da ist dann auch die Lupe. Aber den Rest weiß ich nicht mehr. Egal. Das hier ist bestimmt... Oder was ist das erste? Vielleicht. Nö. So ein Pech. Wow. Ah, wir haben eine gute Punktzahl hingelegt. 83. Ich glaube, so gut waren wir noch gar nicht. Haben sogar 4 Blumen bekommen. So, und beim nächsten Mal Geheimlevel 5. Ich will nur irgendwie irgendwas haben, wo ich nicht mehr so einen Sprung machen muss. Yoshis Springrate, ich weiß nicht, ist... Generell steuert sich das Spiel komisch, ich weiß nicht. Ich bin wahrscheinlich viel zu sehr von der Super Nintendo-Version gewohnt und entzückt. Und die Version ist so... Ich habe das Gefühl, nachdem ich irgendwas drücke, soll ich sagen, einen Sprung mache oder einen Zungenrausstrecke mache, dann kommt erstmal ein kleiner Delay dazwischen, so, okay, es geht eigentlich, nein, nicht mal wirklich, aber sobald ich das ausgeführt habe und Yoshi dann wieder, zum Beispiel die Zunge wieder reingesteckt hat, dann kommt so ein kleiner Zeitraum, wo sowas zum Beispiel, wo ich das nicht normal einsetzen kann, wo Yoshi einfach nur rumsteht oder nur rumlaufen kann. Das gleiche gilt auch fürs Springen, zum Beispiel, ich habe einen Flattersprung gemacht und dann kann ich nicht noch einen hintereinander machen, weil Yoshi dann gerade in der, weiß ich nicht, keine Sprungphase mehr ist und in der Luft ist und wenn ich dann genau da drücke, macht er halt keinen Sprung. Das ist das, was ich so fühle. Weiß ich nicht. Ich glaube, nicht viele von euch haben jetzt aus dem Kopf raus die Steuerung der Game Boy Advance, also von diesem Spiel so im Kopf. Deswegen glaube ich, kann mir das jetzt nicht unbedingt jemand bestätigen. Aber wir müssen uns ja, ich sag mal, nur noch durch 2 Level durch... quälen, das ist böse gesagt. Ich spiele das ja echt freiwillig. Ich meine, das Spiel habe ich eigentlich schon hinter mir gehabt und dann kam jetzt noch dieser Bonus-Spaß. Deswegen, 2 Levels noch, beziehungsweise 1 für den nächsten Part. Und zwar Geheim 5. Guckt es euch an. Bis dann.